Hallo, mein Name ist Matthias Elbracht. Mit dem CAD-Programm Vectorworks Interior CAD möchte ich Ihnen einen Lösungsvorschlag für die Zusatzaufgaben aus meinem Schulungsbuch Aller Anfang ist leicht zeigen. In diesem Videotutorial zeichnen wir den Eichetisch mit Schublade. Die relevanten Maße können wir aus der Zeichnung entnehmen. Sollten einige Maße fehlen, sollten diese sinnvoll ergänzt werden. Die Tischplatte erhält eine Schweizer Kante, die ich ja genauer in meinem Buch beschreibe. Die werden wir aber hier dennoch einmal zeichnen. In der Mitte soll ein Schubkasten seinen Platz finden und dieser auf Nutleisten geführt werden. Die massive Tischplatte soll mit dem Zargengestell natürlich vernünftig verbunden werden und dazu stehen einige Möglichkeiten zur Auswahl. Hier haben wir die Gradleiste oder den Nutklotz oder einfach die Verschraubung, die natürlich an entsprechender Stelle ein Langloch erhalten muss. Es ist natürlich fraglich, ob ich zum Beispiel hier bei der Gradleistenverbindung das Ganze in 3D wirklich einzeichne, wenn ich keine Fräsdaten direkt hinterlege. Aber wir werden hier die Nutklotz-Variante mal einzeichnen und das auch komplett in 3D. So sieht das fertige Layout aus. Die Fertigungszeichnung ist auf einem A1-Blatt gezeichnet. Die Zargenverbindung hier, gestemmter Zapfen mit einem Nutzapfen, die werden wir tatsächlich in 3D zeichnen, einfach der Übung wegen. Man könnte es später tatsächlich auch nur einfach einstricheln, aber wir zeichnen es einmal richtig in 3D. Gut, dann können wir loslegen mit der Konstruktion. Ich habe hier die Vorgabedatei Kleinmöbel geöffnet und die Datei gleich gespeichert unter Eichetisch mit Schublade. Ich habe hier den Maßstab auf 1:10 eingestellt. Und wir fangen an mit der Tischplatte, die wir als Rechteck zeichnen wollen. Also Doppelklick auf das Rechteckwerkzeug am einfachsten, dann öffnet sich ja dieser Dialog. Und hier geben wir 2000 mal 900 ein und können jetzt hier mit dem Ankerpunkt in der Mitte das Ganze mal einfügen. Jetzt können wir die Schweizer Kante herstellen und das machen wir, indem wir auf 3D-Modell gehen, sagen Verjüngungskörper anlegen. Die Höhe soll ja sein 30 mm von dieser Phase und die Verjüngungswinkel eigentlich 30 Grad. Ich muss praktisch den Gegenwinkel eingeben und dann sage ich okay und der Verjüngungskörper ist hergestellt. Ich gucke mir das Ganze jetzt von vorne an mit der Taste 2 und drücke zweimal STRG L und jetzt liegt auch die Fläche richtig. Das können wir uns nochmal eben hier im OpenGL angucken. Jetzt rufen wir das Drücken-Ziehen-Werkzeug hier aus der Werkzeuggruppe Modellieren auf. Wir klicken hier einmal in der ersten Methode auf die Fläche, ziehen das Ganze nach oben, geben 10 mm ein und bestätigen das Ganze zweimal mit Enter. Und dann ist die Kante hier auch fertig hergestellt. Wir wechseln jetzt in den 2D-Plan Draufsicht mit der Taste 0 und können jetzt hier mal das Blatt ausschalten. Und dann zeichnen wir hier mal das Tischbein. Dieses wird aus einem Schichtkörper erstellt und dafür brauchen wir zwei Profile. Das erste Profil bleibt im Prinzip auf dem Boden liegen, das zweite Profil wird nach oben extrudiert und es wird versucht, beide Profile miteinander zu verbinden. So funktioniert der Schichtkörper. Das heißt, ich kann hier wieder Doppelklick auf mein Rechteckwerkzeug machen und ich zeichne jetzt zunächst mal das untere Profil. So, das dupliziere ich auf der Stelle und gebe hier oben in der Infopalette 70 mal 70 ein. Beide Profile liegen jetzt hier übereinander. Man kann das sehr schön sehen, wenn ich die R-Taste, also die Röntgen-Taste drücke, hier befinden sich beide Profile. Diese beiden Profile muss ich aktivieren, sonst kann ich den Befehl gleich nicht wählen. Und er befindet sich bei 3D-Modell und dann gibt es hier Schichtkörper anlegen. Ich komme jetzt hier in das Menü und gebe jetzt hier die Höhe ein von 620. Und
Wenn ich mir das Ganze hier im 3D angucke, dann habe ich hier die zwei Flächen oder die zwei Profile richtig miteinander verbunden und ich habe hier diese Abschrägung drin. Mit dem Drücken-Ziehen-Werkzeug gehe ich jetzt hier oben nochmal ran und ziehe das auf 100 mm hoch und dann ist das Bein grundsätzlich bis auf das Zapfenloch fertig. Ich wechsle jetzt hier in die 2D-Plan-Draufsicht, um das Bein zu positionieren. Mit STRG M verschiebe ich an die richtige Stelle und zwar soll es ja 65 und 65 mm von der Tischplattenkante entfernt sein. Ich spiegel das Bein jetzt schon mal rum mit der Taste S und natürlich in der zweiten Methode. Und diese Duplikate werden wir nachher sicherlich wieder löschen, weil wir ein Bein nachher erst komplett fertig machen. Ich brauche das aber jetzt als Anhaltspunkt für die Zagen. Und in der Ansicht von vorne kann ich jetzt die Tischplatte einfach auf die richtige Höhe schieben. Und hier mit der gedrückten Shift-Taste, dann passt das Ganze hier ganz exakt. So, jetzt können wir uns um die Zagen kümmern. Und da gibt es verschiedene Methoden, die Zagen einzuzeichnen. Der allereinfachste Weg ist, auch hier einfach wieder ein Rechteck zu zeichnen und erstmal nur grob hinzuklicken. Und die sollen ja sein 90 x 30 und die Zage soll ja um 10 mm zurückstehen. Das heißt hier 0 und hier 10 mm. Und das Ganze sollte jetzt mit STRG E 90 mm extrudiert werden. Das Bein liegt jetzt natürlich auf dem Boden und wenn ich die Zage und das Bein hier aktiviere, mit der rechten Maustaste draufklicke und auf 3D ausrichten gehe, dann kann ich über Z ausrichten, Maximum, das Ganze sofort nach oben schieben und das passt absolut exakt. Wir zeichnen jetzt den Zapfen und dafür drehen wir mal den Tisch so, dass ich hier auf diese Stirnfläche gucke. Ich klicke mal hier diese Zage an, lege sie in eine Gruppe mit STRG und klicke mal doppelt drauf. Es sollte alles andere sollte jetzt verschwinden. Sollte das nicht so sein, können Sie hier oben alles zeigen in Bearbeitungsmodus umschalten. Und ich schalte jetzt mal OpenGL ein und wir nehmen uns das Rechteckwerkzeug in der dritten Methode und diese Fläche muss jetzt hier rot werden. Das heißt, hier oben in der Ausrichtung muss auf automatisch gestellt sein. Ich fahre jetzt hier oben an, er findet die Mitte, kann jetzt wieder nur nach rechts und nach links ziehen. Ich halte also die Alt-Taste gedrückt, ziehe nach unten und klicke jetzt hier einfach erstmal hin, setze den Ankerpunkt hier unten in die Mitte und gebe hier die 10 mm ein. Jetzt ist er noch in diesem Drücken-Ziehen-Modus, die immer eingestellt ist, wenn wir das Rechteck auf eine Fläche automatisch setzen. Das heißt, ich kann das jetzt hier rausziehen und direkt 50 eingeben und dann klicke ich hier einmal hin. Jetzt muss ich hier oben ja diesen Zapfen absetzen für den Nut-Zapfen. Das heißt, ich schalte jetzt hier oben im Rechteckwerkzeug um, fahre an diese Fläche ran, die muss noch rot bleiben, klicke jetzt hier, ziehe auf und kann jetzt hier wie gewohnt die 40 mm sofort eintragen. 10 mm rastet er automatisch ein. Ich klicke und jetzt ist er wieder in diesem Drücken-Ziehen-Modus. Ich klicke einmal in die rote Fläche, ziehe nach unten, gebe jetzt minus 15 ein, so wie der Zapfen abgesetzt werden soll. Und bevor ich jetzt mit der linken Maustaste drücke, halte ich die Alt-Taste gedrückt. Und dann ist das auch sofort hier ausgeklinkt. Ich drehe mal den Zapfen, denn hier muss noch eine Gärung hin. Und das machen wir mit dem Abphasenwerkzeug aus der Werkzeuggruppe Modellieren. Wir geben hier oben die Phase mit 10 mm ein. Ich klicke nur diese Kante an, bestätige das und dann ist der Zapfen soweit fertig. Wir stellen jetzt das Zapfenloch her, dafür gehen wir wieder in die 2D-Plan-Draufsicht. Wir verlassen die Gruppe und wir müssen aber auch die Gruppe sofort auflösen mit STRG U, sonst können wir hier dran nicht weiterarbeiten. Und wir spiegeln einmal diesen Zapfen jetzt hier rum und jetzt können wir in gewohnter Weise
alle Elemente, die dazu gehören, also beide Zapfen und das Bein aktivieren und mit Steuerung Alt Komma das Schnittvolumen löschen. Wir wollen die Originalobjekte gerne behalten und sagen hier okay. Und jetzt haben wir hier, da steckt noch ein Zapfen drin, den können wir jetzt hier aber schon rauslöschen. Und jetzt müssen wir natürlich noch die Zargen fertig machen. Und ich will natürlich Luft sowohl hier im Nutzapfen als hier auch in der Gärung haben, so wie es eigentlich sein soll, damit irgendwo Toleranzen aufgenommen werden können. Das heißt, mit Steuerung M schiebe ich das einfach um 1 mm in diese Zarge hinein. Und jetzt spiegel ich den Zapfen einmal rüber ans andere Ende. So. Und jetzt habe ich auf beiden Seiten den Zapfen. Und jetzt kann ich hingehen und diese beiden Teile plus dem Zapfen auf der anderen Seite mit der rechten Maustaste das Volumen zusammenfügen. Ja, und jetzt verschmilzt das miteinander und ich habe hier die entsprechende Luft, die so ein Zapfen haben sollte. Wir stellen jetzt das Bein fertig und ich aktiviere das Bein und weise jetzt hier über die Infopalette Rendern zunächst mal das Material Eiche zu. Und hier mit einem Doppelklick. Und dann in der Attributpalette gehen wir von Solid auf Schraffur und bei der Schraffur suchen wir uns Hirnholz und dann nehmen wir Hirnholz weit farbig. Und wenn ich das Ganze jetzt mal mit OpenGL betrachte, dann sieht das schon ganz gut aus. Wir können hier ein kleines bisschen noch die Skalierung verändern, so auf 0,8. Dann sieht das noch ein bisschen echter aus und damit ist das Bein soweit fertig. Da wir das nur im Hirnholz zeigen müssen, brauchen wir ja auch keine Klasse anlegen, sodass wir das einfach so zuweisen können. Ich lösche jetzt mal die anderen Beine einfach wieder weg. So, und dann spiegeln wir dieses Bein einfach wieder rum. So und so. Damit sind die Beine an der richtigen Stelle. Bevor ich nun die Zargen weiter bearbeite, habe ich verschiedene Klassen angelegt. Denn die Zargen müssen wir nachher einmal im Langholz und einmal im Hirnholz zeigen und dafür sind halt die Klassen ganz vorteilhaft. Also in der Organisation habe ich bereits hier Klassen angelegt für die Schublende, die Seiten, das Vorderstück, die Tischplatte und Zarge kurz und Zarge lang und habe dementsprechend auch schon die Zuweisungen der Schraffuren vorgenommen. Genauso wie die Zuweisung des Eichematerials. Ne? Das kann man sich hier angucken. Da ist das Hirnholz, beim Material ist es Eiche, so wie es sein soll, wie wir es auch schon mehrfach gemacht haben. Jetzt muss ich natürlich noch die Klasse zuweisen. Ich klicke hier drauf und weise jetzt hier oben die Klasse zu und zwar ist das die Zarge lang. Und da sehen wir, dass jetzt hier die Linienstärke etwas dicker wird. Das hat den Grund, dass ich vorhin alles auf 0,25 gezeichnet habe. Aber das macht nichts. Wir nehmen nochmal alles und legen jetzt hier überall die Linienstärke mit 0,5 fest. So, jetzt müssen wir ja diese Zarge, können wir jetzt auf die andere Seite spiegeln. Das heißt mit dem Spiegelwerkzeug und diese Zarge hier, die können wir auch nochmal hochspiegeln und zwar für die kurze Zarge. Und auch dafür gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, diese Zarge jetzt anzupassen. Das Einfachste ist natürlich, diese Zarge zu ändern. Entweder schneiden wir ein Stück raus oder wir verschieben das so, wie ich das jetzt einmal kurz zeige. Und zwar wichtig dafür ist im Endeffekt, dass wir wissen, wie lang denn das Stück sein muss, was wir da rausschneiden. Und dann klicke ich hier einmal hin und nehme hier das Maß und das sind genau 1100. Das heißt, das Maß muss man sich also merken. Und ich mache jetzt hier einen Doppelklick drauf und dann liegt das in der alten Form sozusagen vor. Und jetzt kann ich hier einen Doppelklick drauf machen. Und dann bin ich hier wieder in dem Rechteck vom ganz am Anfang. Und ich lege jetzt den Ankerpunkt nach links und ziehe hier einfach die 1100 ab. So. Und ich gehe aus dem Extrusionskörper raus,
Ich aktiviere den Zapfen und mit Steuerung M verschiebe ich das mit minus 1100 nach links. Jetzt kann ich die Vollkörperaddition verlassen und hier passt die Zarge absolut exakt. Jetzt weise ich noch in der Infopalette die richtige Klasse zu. Das hatten wir durch das Kopieren, war das ja noch auf Zarge lang. Jetzt spiegel ich die Zarge, aktiviere das hier, spiegel die Zarge hier noch rüber. Wir zeichnen jetzt noch die inneren Zargen, also Rechteckwerkzeug und hier einfach in das lichte Maß hinein. Und das soll ja auch 30 mm stark sein. Wir extrudieren es mit 90 mm. Und hier können wir direkt die richtige Klasse zuweisen. Und zwar ist es ja genauso wie die Zarge kurz nachher. Und dann wird es hier zugewiesen. Da kommt nochmal diese Abfrage. Und jetzt, damit es in der gleichen und richtigen Höhe ist, aktiviere ich einfach eine Zarge dazu. Rechte Maustaste. Und jetzt können wir wieder 3D ausrichten sagen. Das ist noch eingestellt. Und hier sage ich einfach OK. Jetzt kann ich diese Zarge um 590 mm laut Zeichnung versetzen. So. Die spiegele ich jetzt auf die andere Seite. Damit ergibt sich das lichte Maß für den Schubkasten. Und jetzt brauchen wir hinten noch eine Querzarge. Und das machen wir einfach, indem wir mit Steuerung D und Steuerung L einfach eine vorhandene Zarge dort noch einzeichnen. Und die ziehen wir hier einfach ans Lichte und die soll hier hinten 100 mm lichtes Maß haben. So ist der Innenraum praktisch für den Schubkasten soweit fertig. Jetzt erstellen wir den Ausschnitt für die Schublade. Dafür wechsle ich in die Ansicht von vorne. Hier oben stelle ich die aktuelle Ausrichtung auf Bildschirmebene ein und zeichne hier ins lichte Maß einfach ein Rechteck ein. Gehen wir ein bisschen näher ran. Oben sollen 6 mm stehen bleiben und unten sollen 10 mm stehen bleiben. Das heißt, ich setze den Ankerpunkt nach unten und ziehe von den 90 einfach 6 mm ab. Und ich wechsle den Ankerpunkt nach oben und ziehe jetzt hier 10 mm ab. Das extrudiere ich jetzt mit Steuerung E und bin jetzt hier ein bisschen großzügig. Ich sage jetzt hier einfach mal 500. Gucken wir das Ganze von oben an. Und wir sehen hier, er nimmt das ja immer von der Achse, also von dem Achskreuz, extrudiert er das heraus. Und hier kommen wir also durch die Zarge. Das heißt, das kann einfach so liegen bleiben. Und ich kann jetzt diesen Kubus hier und die Zarge aktivieren. Steuerung Alt Komma. Und Original soll natürlich in dem Fall gelöscht werden. Die Kiste brauche ich dann nicht mehr und sage hier einfach OK. Und dann haben wir hier die Zarge auch entsprechend ausgeschnitten. Hier kann man das schon sehr schön sehen. Hier sehe ich jetzt gerade, müsste man noch die Maserungsrichtung ändern an den drei Zargen. Das heißt, das können wir gleich in diesem, auf diesem Wege machen. Also hier Winkel 90 Grad und dann stimmt das auch hier unten drunter. Ich weise der Tischplatte noch eben die richtige Klasse zu. Und bestätige das hier mit OK. Jetzt muss ich die Maserungsrichtung noch eben drehen. Und dann passt das hier. Jetzt können wir uns um den Schubkasten kümmern. Dafür schalte ich ins Drahtmodell und gucke mir das Ganze von der Seite an, sodass ich hier vorne das ganz gut einzeichnen kann. Hier ist es wichtig, dass wir in der Ausrichtung Bildschirmebene arbeiten. Und wir fangen mit der Plätte an, das heißt Rechteckwerkzeug. Ich ziehe das zunächst einmal auf die ganze Höhe, setze den Ankerpunkt links unten hin und gebe jetzt hier 8 mm ein. Und er soll ja nach oben 3 mm Luft haben. Jetzt zeichne ich auch wieder mit dem Rechteckwerkzeug in das lichte Maß hier zunächst einmal das Vorderstück vom Schubkasten ein. Da setze ich den Ankerpunkt rechts Mitte. 15 mm stimmt hier schon, aber hier soll 70 mm hoch sein, das heißt oben und unten jeweils 2 mm Luft. Jetzt aktiviere ich das, dupliziere es auf der Stelle für die Seite
und ich ziehe das zunächst einmal bis zu dieser Quertraverse hier hin. Und für den Stoppklotz sollen hinten 20 mm Luft sein. Das heißt, ich setze den Ankerpunkt nach rechts, da ist er auch noch, und ziehe hier einfach 20 mm ab. Und für die Führungsleiste des Schubkastens mache ich die Seite, dupliziere ich die Seite auch nochmal auf der Stelle und die soll 20 mm hoch sein. So, jetzt kann ich den Stoppklotz hier auch schon mal als Rechteck hinten einzeichnen und das kann ich wieder mit zweimal auf die Taste 4 gedrückt, also das Rechteckwerkzeug, und da soll das 20 mm und 40 mm sein, Mitte, nächster Punkt, und ich setze den Stoppklotz einfach hier hin. Jetzt können wir den Schubkastenboden zeichnen. Der soll ja ein 5 mm Sperrholzboden sein, der beidseitig belegt wird, also 6 mm stark ist. Das heißt, ich nehme einfach hier die große Seite wieder, dupliziere die auf der Stelle mit STRG-D, setze den Ankerpunkt hier unten hin, sage hier 6 mm. Der Boden soll 8 mm hoch stehen, also STRG-M, und dann steht er hier um 8 mm nach oben rein. Die Schubkastenseite verdeckt hier noch das Vorderstück. Das heißt, ich ziehe mal eben hier ein Aktivierenfenster auf. Mit STRG F setze ich das wieder nach vorne. Und jetzt kann ich hier den Schubkastenboden zunächst einmal ins lichte Maß ziehen. Er soll ja so ein Drittel bis zwei Fünftel in das Vorderstück reinragen. Das heißt, hier kann ich mal plus 6 mm rechnen. Jetzt kann ich hinten noch das Hinterstück einzeichnen und auch wieder hier das Rechteckwerkzeug, und der ist 50 mm hoch, das heißt Ankerpunkt hier unten hin, 15 mm und 50 mm, dann ist das hier auch soweit fertig. Jetzt kann ich hier oben noch eine Phase ansetzen. Das Phasewerkzeug befindet sich ja hier hinter dem Verrundenwerkzeug und da gehe ich erste Strecke, zweite Strecke, das heißt 2 mm reichen hier, und dann gehe ich auf die Tiefe von dem Hinterstück, so dass ich, wenn ich jetzt hier das anklicke, das einmal hier so gefasst habe. Bevor wir die Flächen jetzt extrudieren, können wir noch mal eben an dem Vorderstück die Nut hier ausschneiden, und das machen wir am einfachsten mit dem Schneidenwerkzeug, denn hier haben wir ja sehr schön die Vorgabe von dem Schubkastenboden. Den Schubkastenboden können wir jetzt mit dem Vorderstück und der Platte und dem Hinterstück zusammen extrudieren mit STRG E. Das Maß kenne ich jetzt noch nicht, ist aber nicht schlimm. Ich sage jetzt einfach mal hier 400 und löse das Ganze aber auch direkt wieder auf mit STRG U, denn im Moment ist das ein kompletter Tiefenkörper. Jetzt sind es tatsächlich 4 Extrusionskörper. Dann können wir hier den Stoppklotz extrudieren, STRG E, der soll 30 mm sein. Dann können wir die Seite extrudieren mit 15 mm. Und wir können jetzt hier die Führungsleiste extrudieren mit 10 mm. So, jetzt haben wir alle Teile zunächst einmal extrudiert. Ich gucke mir das Ganze mal von oben an und jetzt müssen wir einfach nur ein bisschen sortieren. Und da fangen wir hier an mit Seite, Führungsnut und Stoppklotz. Das ganze Paket ziehe ich hier rüber, ich aktiviere den Stoppklotz und spiegel den gleich rüber. Da passiert ja auch nicht viel weiter was dran, weil ich brauche da keine Schraffur und auch keine Oberfläche, weil so ein Stoppklotz ja nie geschnitten wird. Jetzt gucke ich mir das Ganze von vorne an und jetzt kann ich die Schubkastenseite mit 5 mm nach links verschieben, so dass die entsprechende Luft hier entsteht. Ich aktiviere hier die Führungsleiste mit STRG Alt Komma setze ich da die entsprechende Nut rein. Jetzt kann ich der Schubkastenseite gleich die richtige Klasse zuweisen und das ist die Schubseite, jawohl. Und das hier ist die Führungsleiste, auch direkt die richtige Klasse zuweisen, Schubführung, auch da entsprechend zuweisen. So, die Führungsleiste soll ja immer zur Verbesserung der Laufeigenschaften nur so auf zwei Drittel gehen. Das heißt, ich aktiviere die hier und sage jetzt hier oben das Ganze geteilt durch 3 mal 2
Und jetzt kommt hier auch tatsächlich eine glatte Summe raus, beziehungsweise ein glattes Maß. Wenn das nicht so ist, dann würde man das natürlich auf ein glattes Maß ziehen. Jetzt schiebe ich das einfach nur nach vorne und gehe jetzt hier bis ganz vorne an die Plätte. Und hier gebe ich nochmal, ja, ich würde mal sagen, 3 mm Luft, dass, falls der Schubkasten mal so richtig zugeknallt wird, nicht hier die Plätte leidet. So. Jetzt können wir uns um die Schubkastenseiten kümmern, also hier Hinterstück und Vorderstück und auch gleich den Boden, den nehmen wir gleich alles mit und ziehen den hier schon mal bündig an die Seite ran. So. Jetzt können wir die Schubkastenseite und die Führungsleiste rüberspiegeln. So entsteht ja unser Maß für zum Beispiel das Hinterstück. Das ziehen wir jetzt einfach hier entsprechend den Schubkastenboden, ziehen wir auch erstmal ins lichte Maß. Und auch mit dem Vorderstück gehen wir hier bis hier vorne ran. So, bei der Schubkastenplätte ist es so, das ziehe ich jetzt einfach mal in das lichte Maß und schiebt das jetzt mit Steuerung M um 5 mm hier ein bisschen drüber. Und ich habe das ja vorhin von links extrudiert, deswegen ist es so, wenn ich das jetzt hier bündig ziehe und jetzt hier das gleiche Maß wie auf der rechten Seite eingebe, nämlich 5 mm, dann kann ich jetzt hier sagen plus 5 und die 5 mm entstehen tatsächlich hier auch auf der Stelle. Jetzt kümmern wir uns noch um den Schubkastenboden und die Nuten in den Seiten. Dafür aktiviere ich den Schubkastenboden und mit Steuerung M um 6 mm schiebe ich den hier schon mal in die Seite rein. Und jetzt kann ich hier bei Z kann ich jetzt hier sagen plus 12 mm. Und da das auch wieder von links extrudiert ist, wird er das hier auf der linken Seite auch schön 6 mm verlängern. So, jetzt kann ich jeweils die Schubkastenseite mit dazu aktivieren. Steuerung Alt Komma und natürlich rot werden muss die Seite. Das Original möchte ich behalten. Dann möchte ich jetzt hier diese Seite haben und wieder den Schubkastenboden, den hier hinten natürlich nicht mehr. Und Steuerung Alt Komma und das gleiche Spiel nochmal. Damit ist im Endeffekt der Schubkasten soweit fertig und ich weise jetzt noch die Klassen zu und dann können wir uns um die Befestigung von der Tischplatte kümmern. Den Nutklotz habe ich hier 60x25 konstruiert und hier oben habe ich 15x10 mm herausgenommen. Tatsächlich ist es nachher so, das darf hier kein Hirnholz zeigen, also man würde den Nutklotz sowieso nicht schneiden, aber tatsächlich muss das natürlich hier Langholz sein. Also wenn man es ganz genau nimmt, dann müsste jetzt hier Langholz weit sein, weil sonst hier ja kurzes Holz wäre. So. Also wenn wir es tatsächlich in 3D einzeichnen wollen, dann geht das folgendermaßen mit Steuerung E, sagen wir mal, das Teil soll 40 mm sein. Und wir können ja hier tatsächlich eine Aussparung nachher machen in den Zargen und dafür setze ich hier einfach mal so ein Klötzchen rein, was wir nachher abziehen können als Nut und den extrudieren wir zum Beispiel mal auf 100 mm. Jetzt gucken wir uns beides von oben an und jetzt können wir das hier mal eben ausrichten. So, das hat auch die entsprechende Luft hier und ich kann jetzt hier mit dem verrunden 3D mal diese zwei Kanten hier aktivieren. Und jetzt muss ich mir überlegen, mit welchem Fräser mache ich das dann? Und dementsprechend realistisch wird das Ganze auch. Also wenn ich zum Beispiel sage, mein Fräser hat jetzt hier 40 mm Radius, also 80 mm Durchmesser, dann wird das hier entsprechend abgerundet. Und jetzt kann ich auch schon sehen, reicht mir das, ne? Das läuft jetzt hier noch entsprechend lang, so dass auch der Nutklotz hier entsprechend arbeiten kann. Und das ganze Paket kann man jetzt praktisch nehmen und hier mit diesem Mittelpunkt, wir könnten aber auch ein Symbol draus machen,
an entsprechende Stellen setzen. Das heißt, ich würde mal jetzt hier anfangen und die Taste G drücken, mal hier runterziehen und sagen, okay, machen wir das mal hier so auf 80 mm. So, jetzt rastet das hier ein und ich kann diesen Nutklotz direkt hier an diese Stelle setzen. So, ne? Ich kann ja hingehen und in der Mitte richtig festschrauben, hier, und zwar immer an diesen Zagen, dann kann das nach oben und nach unten, also rechts und links sozusagen, kann das natürlich dann frei arbeiten, die Platte, so dass ich das, so wie es jetzt ist, hier eigentlich einmal rumspiegeln kann und auch direkt hier über Eck praktisch setzen kann. So, und das gleiche mache ich hier oben mit. So, und kann jetzt das ganze Paket hier mit allen Teilen dann auf die andere Seite spiegeln. So, und dann setze ich da noch, ja, und jetzt kann ich noch die Nutklötze jetzt hier wieder rüber spiegeln, dass die hier hin kommen. Das spare ich mir jetzt im Moment, weil das System ist klar. Was man allerdings als nächstes noch machen kann, ist, dass ich die Zarge hier aktiviere und die Ausfräsungen aktiviere. Und dann wird es natürlich ganz realistisch. Und dann Steuerung Alt Komma. Und dann sage ich hier, Originalobjekte bitte löschen. Die Zarge ist rot. Und dann habe ich hier wirklich eine Aussparung drin. Ja, also dann ist das wirklich so, wie es im richtigen Leben sozusagen ist. Gut, dann sind wir an der Stelle soweit durch und dann können wir uns um das Layout kümmern.